Hallo und herzlich willkommen zu Star Citizen. Das sieht jetzt so aus, als wenn ich hier hinterherlaufe, aber ich wollte eigentlich euch mal das T-Shirt zeigen. Das sieht cool aus. Port Olisar, guck mal. Jetzt macht sie wieder lustige Sache. Voll geil. Das ist ein cooles T-Shirt, ne? Port Olisar. Ja, wir können jetzt hier auch noch ein T-Shirt von Consolidated Outland. Weil ja heute Consolidated Outland ist. Aber ich lasse mal das allgemeine T-Shirt an, würde ich sagen. So. Wir gehen mal zu den Aufzügen. Ah, schon lustig, ne? Jetzt müssen wir uns mal ganz immer in VR vorstellen. Oder in VR. Und dann beobachten wir die hier so. Aha. Ja, genau. Einmal rum. Voll geil. Könnte wirklich witzig sein. Der erste Aufzug braucht wieder so lange. Warum? Okay, ich traue mich trotzdem. Heute ist, ihr seht selber, Argo am die Zenithalle. Die klicke ich mal an. Dann geht's auch schon los. Ja, wir haben heute Argo. Wir haben Consolidated Outland. Wir haben Greek Cat. Und wir haben Kruger Intergalactic. Und jede Menge zu sehen. Und ich bin mal gespannt, was wir alles zu sehen bekommen. Ja, wie schon zuvor, habe ich natürlich wieder so ein bisschen mich vorher informiert. Und da sind schon einige interessante Sachen dabei. Man kann dann halt schon im Vorfeld erkennen, worauf läuft das hinaus. Aber gestern war ja auch so ein Tag, da waren auch einige Sachen wie die X1 zum Beispiel gar nicht zu sehen. Dementsprechend kann ich euch dann nur die Preise nachreichen. Hier haben wir Argo Astronautics. Gucken wir uns das mal kurz an. Da schon was Neues bei ist oder nur die Mole? Mole. Ne, ich glaube, das ist vom letzten Jahr. Ja. It was perfect, oder? Aha. Right. Nice. Ja, ihr habt ihn erkannt, den Greek Cat DS, ne? Remote or Collector. Oder Greek Cat. The right tool for the job. Yes. Okay, wir gehen mal nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Seid ihr auch gespannt? Ich bin gespannt. Und wir sehen, okay, das sieht ja schon mal verdammt gut aus. Das sieht interessant aus, Leute. So, ich gehe mal wieder das standardmäßige Bild machen. Hoffentlich ohne, ich muss noch ein bisschen weiter hier rüber, so.
Machen wir es diesmal so. Okidoki. Heute mal ohne Medical Bed. So, das sieht schon mal gut aus, was wir da sehen. Sehr interessant. So, wir gucken mal. Also, wir haben die Argo Mol, die kennen wir ja. Wir haben die Argo Ref, die kennen wir noch nicht. Ja gut, den MP4 Personal, den haben wir auch. Aber die beiden Sachen, die sind erstmal so außen vor, weil die haben halt kein Quantum Drive. Ne? Das heißt, ihr könnt damit wirklich nur in dem Bereich fliegen und dementsprechend seid ihr lang unterwegs. Ne? Ist schwierig, damit was zu machen. Müssen wir mal gucken, was noch an Gameplay dafür reinkommt. Ne? So, oben haben wir Cancel the Dated Outland Mustang Beta, Mustang Gamma, dann die Normet, die Mustang Alpha und die Mustang Delta. Und dann haben wir noch im Lower Level haben wir die Grey Cats stehen, die Kruger Merlin und die Kruger Archimedes. Und als Holosuite gibt es die Argo SRV und Consolidated Outland Pioneer. Aber dann machen wir erstmal hier so den Rundgang mit der Raft. Die tut mich nämlich mal interessieren. Attention visitors to the Intergalactic Aerospace Expo. Please remember to stay hydrated while exploring the exhibits on display. For your convenience, a selection of beverages and tasty snacks are. Wie gesagt, hier so diese kleinen Teile, das sind so Arbeitsschiffe, die aber halt kein Quantum Drive haben. Das heißt, da könnte halt nur in dem normalen Antrieb mitfliegen. Und das ist natürlich, ja, könnte keine weiten Strecken machen. Ne? Und da stelle ich mir da dann schwierig vor, wenn ihr damit irgendwas machen wollt, weil ihr könnt die ja auch nicht überall spawnen. Das sind ja Flugschiffe. Das heißt, die müsst ihr dann entweder auf Black Point, ach Gott, auf Olisar spawnen oder auf irgendeiner Raumstation, ne? Oder hier halt auf Port Tressler. Ja, und dann müsst ihr halt nach unten, ne? Oder ihr könnt die halt auf Microtech spawnen und dann halt auf Microtech. Also es ist dann wirklich auf dem jeweiligen Planeten oder Hörsten halt, ne? Port Olisar wäre jetzt Quatsch, weil ihr müsst ja dann erstmal zum Beispiel nach dem mal rüber oder so. Ruht sich dann. Aber wie gesagt, da gibt es auch noch kein Gameplay für. Wir wissen noch gar nicht, was da alles zu machen ist. So. Die Argo Mol muss ich, glaube ich, nicht weiter. Aber wartet. Lass uns erstmal das eine vervollständigen. Ah, ich will doch gar nicht rennen. Ich will nur ein bisschen schneller gehen. So. Und zwar, wir fangen mal hier an. Aber da habe ich jetzt gar keinen Preis. Hahaha. Leute, da habe ich keinen Preis. Da stand jetzt kein Preis. Das ist blöd. Okay, dann muss ich euch die vorenthalten. Aber wie gesagt, wenn ihr die haben wollt, die könnt ihr, glaube ich, immer kaufen. Die sind jetzt nicht so. Nee, ich habe keinen Preis. Ich habe einen Preis von der Argo Mol, die links hier steht. Und da gibt es interessante. Also, die könnt ihr natürlich auch renten. Logisch. Ein Mining-Schiff. Das heißt, ihr könnt damit Felsbrocken abminern. Ihr könnt hier die Aufsätze der Mining-Laser verändern. Ihr könnt Consumables hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ihr minert, dass zum Beispiel der rote Bereich größer ist, dass ihr nicht so schnell nach oben steigt in der Mine. Ihr könnt ja die Stärke des Mining-Lasers hochstellen und dass sie da nicht mehr weiß, wie schnell in den roten Bereich geht, solche Sachen. Oder, ne? Dass die Hitze nicht so stark wird. Das könnt ihr alles mit den Consumables einstellen. Dann gibt es halt auch verschiedene Laser, die ihr einrichten könnt. Size 1 wird hier nicht. Size 1 ist für die MISC Prospector. Ihr müsst hier schon Size 2 nehmen, wobei ihr die Size 1, glaube ich, auch hier benutzen könnt. Oder was andersrum? Ne, macht ja keinen Sinn. Also ich glaube, die Size 1 könnt ihr hier auch einsetzen, aber
ja, wäre natürlich Blödsinn, weil die Size 2 natürlich dann effektiver sind. Ne? Ihr habt hier drei Mining Laser. Einer hier außen, die fahren dann raus. Müsst ihr mal bei mir auf der, in der Playlist gucken, da seht ihr ja die ganzen Videos dazu. Ich habe ja viele Mining-Videos drin. Dann hier außen einer und ihr müsst dann praktisch, wenn ihr einen guten Laser haben wollt, müsst ihr die drei Bohrköpfe austauschen. Ja. Dann geht ihr halt einfach, macht hier, geht ihr auf euren Mobiglas, geht hier unten auf das Schiff. Und dann könnt ihr hier oben, sag ich mal, das Schiff auswählen. Ich mache das jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es geht. Argomol zum Beispiel. Ja, würde jetzt gehen. Und dann habt ihr hier praktisch Utility. Ja, genau. Und dann habt ihr Turret Slot 1, Turret Slot 2 und Turret Slot 3. Und dementsprechend könnt ihr hier die einzelnen Laser austauschen. Müsst natürlich dann die teuren haben. Die kosten 100.000. Die guten. Ja, wir müssen uns erst mal wieder alles neu verdienen. Wir haben ja einen kompletten Reset gehabt. Und dementsprechend müssen wir alles wieder bei Null anfangen. Ne? Ja, und so könnt ihr die dann austauschen. Ich kaufe dann den neuen Laser und könnt die dann da einbauen. Sagt hier unequipped und dann wird der neue hier auftauchen, den zieht er dann praktisch da als equipped rein. Ne? Genau. Und ich muss sagen, um gute Felsbrocken, zum Beispiel Diamanten, zu minern, da braucht ihr wirklich einen starken Laser, weil den kriegt er sonst nicht aufgedröselt. Einen kleinen Stein ja, aber wenn ihr wirklich einen großen mit fetten Diamanten haben wollt, der so ein paar Tonnen wiegt, wird das schon echt schwer. Wobei, wenn ihr den einmal aufgedröselt habt, geht es eigentlich. Aber um erstmal einmal das Ding auseinanderzubrechen, da seid ihr ewig zusammen zugange. Und wie gesagt, es gibt mittlerweile auch noch neue Consumables dafür. Müsst ihr mal gucken. Also hier gehe ich jetzt nicht rein, aber ich gucke mir die hier an. Die hat keinen Mining-Laser. Es geht wohl hier darum, um Container. Und zwar um diese da. Und die hat 96 SCU. Das ganze Schiff, die Argo-Raft, die kostet im Warbound, also sprich mit Frischgeld, bezahlt 119 Euro oder Dollar 12. Wenn ihr das Ganze mit Store-Credits bezahlt, zahlt ihr 135 Euro, Dollar 36. Ihr könnt das Ganze auch als ein Update machen. Und dann würdet ihr einen Wert haben von 110. Also würdet dann noch gut sparen. Ja, 9 Euro jetzt im Warbound. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt im Moment von Argo. Ich möchte mir die mal angucken. Soll ich irgendwas mal gucken, hier, wie man hier reinkommt. Ach, guck mal. Ach, jetzt fährt sie schon. Wir gehen mal hier rein. Oh, kommen wir gar nicht rein. Doch, wir kommen rein. Irgendwie. Top Deck. Oh. Sind wir jetzt beide da drin? Das kann sein. Alto Belly. Es wird dunkel und wir sind tot. Nein! Leute, was ist jetzt passiert? Nur weil wir beide zusammen da reingegangen sind? Ach, das gibt's doch gar nicht. Oh nein. Das war natürlich jetzt echt, ja, wieder so ein Ding, was man nicht braucht, ne? Leute. Ja, ist nicht wahr, ne? Und natürlich sind wir wieder im Krankenhaus. Ich fasse es nicht, ey. Oh, Leute. Ich meine, der medizinische Gameplay ist ja toll, ne? Aber bitte, ich will nicht. Oh. Kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt... Oh, da wird mich aber gleich jemand... Ah, also wir ziehen uns mal eben schick an wieder. Ja, kann passieren, ne? Unsere Haare werden auch nicht länger, indem wir immer hier wieder landen. Ja, oh Gott. Aber wir haben wieder ein Engelchenkleid mehr. Mal gucken, wo unsere andere Person ist, die hier mit uns war. Ah, natürlich, fünfter Stock. Wir müssen wieder runter. Ah.
kann vorkommen. Ah, Leute. Das ist unfassbar, oder? Aber nicht schlimm, wir gehen wieder zurück zur Messe. Ja, habt ihr gesehen, die Argo Raft. Oder Raft. Also die Argo Raft ist wohl ein Schiff, was diese Container transportieren kann. Und wir haben ja mitbekommen, die Argo Mol zum Beispiel, die kann ja die Container abwerfen. Das heißt, die füllt praktisch ihre Container mit Erzen, ne, die ihr halt abbaut von den Gesteinen. Und wenn ihr die voll habt, dann stößt ihr die ab. Und diese Raft, die wird die dann aufnehmen und kann die dann praktisch irgendwo auf dem Außenposten oder ja, in irgendeinem Hangar, weiß ich jetzt nicht, wie das noch kommt, unterbringen und ihr könnt die dann dementsprechend einsammeln oder zu euch bringen. Also so ist es geplant. So bräuchtet ihr dann nicht immer ständig zurückfliegen, sondern könnt praktisch da bleiben. Ich sag jetzt mal, ihr spielt jetzt nicht alleine, ihr spielt jetzt natürlich mit mehreren. Dann kann einer die Aufgabe übernehmen und die vollen Container wegfliegen. Jetzt müsste man einfach mal gucken, ob die Raft, wie schnell die ist. Das würde ich dann gerne auch mal machen. Kleines Video zum Fliegen. Ich weiß jetzt nicht, die wird ja dann auch flugfähig sein. Die ist neu. Die kenne ich noch gar nicht. Die haben sie jetzt neu rausgebracht. Interessant, interessant, Leute. Oh, es ist gerade hell auf Microtech. Ja, dann nehmen wir doch mal mit, ne? Solange wir hier an der Oberfläche sind. Schön. Können wir die Wölkchen uns wieder bewundern. Oh, diese Wolken, Leute. Ich weiß. Ich weiß. Ich schwärme zu viel von den Wolken, ich weiß. Aber, naja. Ja, so wäre dann, sag ich mal, der Plan, ne? Nur ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn ihr wirklich zu dritt meinert, ne, mit der Argo Mol, und ob ihr zeitlich das schaffen würdet, dann die ganzen Container auch, also ihr macht ja sehr schnell dann die Argo voll, die Mole. Und ob das dann von der Zeit her hinpasst. Vielleicht müsste man auch zwei kaufen, zwei haben von der Raft. Aber das Gute ist, die ist nicht teuer. Und das heißt wiederum, ihr könnt die auch locker im Spiel erspielen. Ihr braucht die also eigentlich gar nicht so kaufen. Theoretisch. Weil ich sag jetzt mal, der Wert von 119 oder 100 Dollar, 110 Dollar, das müsste eigentlich auch normal hinkommen. Also ich habe mir zum Beispiel die Arrow damals geholt. Und ich suche jetzt hier gerade mal die Information von der Error. Also mit einer Hand steuern ist immer interessant. Ob ich das jetzt hier auch so schnell finde, weiß ich nicht. Naja, das von gestern. Jetzt habe ich hier die Information, sehe ich das gar nicht. Aufklappen. Umdrehen, aufklappen. Das RSI. Da sind die. Ah, hier. Habe ich die Arrow hier drin eigentlich? Hab ich hier gar nicht. Ach ne, ist ja EGIS. Sehr interessant, sehr interessant. Ne, ich sehe sie hier gerade nicht. Okay, pass auf. Dann gehen wir hier nochmal zu einem Schiff und versuchen das nochmal. Wobei der Elevator jetzt da oben ist. Wir renten die mal. Das geht, das ist cool. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir den Elevator hier irgendwie runterkriegen. Ah, ganz kurz. Da war er. Jawohl.
Dann hoffe ich, dass das jetzt auch ohne Geramsel geht. So, jetzt scheint es zu funktionieren. Dann gehen wir mal rein. Gucken uns die mal an. Ich bin gespannt. Oh, die geht doch recht hoch, wa? Ah, gibt ein Lower Deck und ein Upper Deck. Nice. Schön hier mit Stänkchen. Interessant. Ja, die Frage ist, ob natürlich die Mechanik jetzt schon so weit drin ist, hier mit den Containern abwerfen und einsammeln. Das möchte ich jetzt mal hingestellt lassen. So, hier. Aha, das ist die... Warte mal, ich gucke mir das mal eben an. Ist das so kranmäßig? Kann das sein? Na, ich glaube, da müssen wir einfach mal gucken, wenn wir die uns ausgeliehen haben, was wir damit machen können. Das wäre ja cool, wenn da schon die Mechanik... Aber das glaube ich nicht. Hör ich jetzt zum ersten Mal, beziehungsweise kann ich mir jetzt zum ersten Mal vorstellen. So, pass mal auf, wir nehmen mal den Aufzug. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Okay, ihr habt da nämlich dann nochmal... alles cool gemacht. Ihr habt da einen Airlock, auch nicht schlecht. Nice. Okay, da ist der Lift und hier ist die Brücke. Also hier wird geflogen, hat auch zwei Sitze, so wie die Argo Mall auch. Oh, guck mal, ihr habt da sogar einen gemütlichen Sitzraum. Küche habt ihr auch. Schlafbetten habt ihr auch. Ja, nice. Was ist hier noch? Ah, natürlich, die Toilette. Ihr habt da noch Unterbringmöglichkeiten. Beziehungsweise, Moment. Ich glaube, das sind die Duschen. Unterbringmöglichkeiten. Ja, und hier kommen wir dann nochmal manuell nach oben. Okay. Wo wir dann halt hier auf dieses... Müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube aber, die Mechanik wird noch nicht funktionieren. Glaube ich ganz stark dran. Aber schon cool. Aber wie gesagt, ich denke mal, ihr könnt das Schiff auch gut erspielen. Ihr müsst da nicht unbedingt euch das kaufen. Weil bei dem Preis... weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Aber schon cool. Wie gesagt, ich habe sie mir jetzt ausgeliehen und werde auch von Video machen, was da möglich ist. Werde dann bei Microtech mal ein bisschen um die Ecke fliegen und mal gucken, was da so machbar ist. Ja, schön. Die Argo Raft. Preise habe ich euch gesagt von der Argo Raft. Ja. Mal gucken. So, dann gehen wir mal weiter hinten rein. In die... Ja, mal gucken. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da sind wir gekommen, ne? Ja. Also ab nach hier. Das ist immer schwierig. Eigentlich will man nicht rennen, aber... Die Entfernung, wenn ich jetzt hier den Weg zurücklege, würde ja doch ewig dauern. Oh, ne, wir bleiben mal hier. Gehen wir von der Seite ruhig ran.
So, Leute, hier haben wir die ganzen Mustangs stehen. Wir fangen mal hier rechts an. Die Mustangs sind natürlich alle Schiffe, die kommt da, könnt ihr hier von außen einsteigen. Da habt ihr jetzt keinen Hintergrund. So, das ist jetzt die Mustang Delta. Mustang Delta ist ein kleiner Fighter, kostet $65, wenn ihr den haben wollt, wenn ihr den kaufen wollt. Könnt ihr natürlich dann auch gut im Spiel erspielen. $65 sollte kein Problem darstellen. Hier genau dasselbe. Hier könnt ihr natürlich auch wieder alles von außen steigen. Oh nein, 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 nein. Aber ich wollte auch gar nicht rein. Hoffentlich war das kein Fehler. Nein. Okay, es hat geklappt. Ich kann wieder aussteigen. Ja, wie gesagt, auf den ersten IRAs war das Problem. Er kam rein, aber nicht wieder raus. So, das ist die Mustang Alpha. Die kostet 30. Und die Mustang Alpha ist eigentlich ein Cargo-Schiff. Also hier könnt ihr ein bisschen Cargo reinpacken. Wenn ihr das möchtet. Na, so seht ihr hier. Die hat die Möglichkeit, Cargo zu transportieren. Und, ja. Für 30 US-Dollar ist sie euer. Oder ihr überspielt sie. Die Nomad, die hier steht, die ist toll. Weil das Coole ist, ihr könnt hier in der Nomad zum Beispiel hier einen Grey Cat Rock reinsetzen. Den normalen, nicht den DS. Der DS ist ein bisschen breiter mit dem Arm. Den normalen Grey Cat Rock. Und dann könntet ihr theoretisch von hier hinten aus minern. Das heißt, ihr fliegt mit der Nomad zum Beispiel rum. Ihr könnt ja aus der Nomad raus, ihr könnt ja mit jedem Schiff scannen. Ihr scannt Brocken und wenn ihr welche findet, dreht ihr euch einfach und euer Mitspieler kann dann praktisch von hinten heraus mit dem Grey Cat Rock anfangen zu minern. Ohne dass er jetzt rausfahren muss, sondern ihr könnt das alles hier aus dem Schiff machen. Eine praktische Lösung. Der Grey Cat Rock kann auch viele Erze nehmen. Ja, schönes Schiff. Guckt mal bei mir, ich habe da auch schon einige Videos gemacht. Dann könnt ihr die von innen sehen, brauche ich das jetzt nicht nochmal zu zeigen. So, weiter. Hat natürlich auch Bewaffnung und überhaupt, ne? Dann haben wir hier die Mustang Beta. Die Mustang Beta ist ein Pathfinder- bzw. Exploration-Schiff. Praktisch halt zum Erkunden. Und zum ja, Entdecken. Die Mustang Beta kostet 40 US-Dollar, wenn ihr die kaufen möchtet. Oder halt ihr spielt sie euch irgendwie mit Store Credits, ne? Dann haben wir hier noch die Gamma, müsste das sein. Oh nein, ich will nicht den. Ja, die Gamma. Und die Gamma ist ein Racing-Schiff, wie man auch hier unschwer an den Farben schon erkennen kann. Die hat so ein bisschen den Touch des Racings. Und die Mustang Gamma kostet $55. Ja, genau. Dann haben wir die auch abgehandelt. Ja. Kleine Schiffe, die ihr auch mal eben so ganz gut erspielen könnt, würde ich sagen. Außer jetzt die Nomad. Ach so, habe ich euch einen Preis von der Nomad gesagt? Die liegt bei 80 US-Dollar. Aber müsste eigentlich auch erspielbar sein. Ich denke mal, bis zu 100 sollte man schnell machen können. Ja, wenn jetzt wieder Weihnachten kommt, habt ihr ja die Päckchenmethode. Dann könnt ihr wieder Weihnachtsgeschenke sammeln. Und die ist ja lukrativ. Da könnt ihr schon, wenn ihr pro Päckchen 1000 AUSC kriegt, könnt ihr schon ordentlich damit Geld sammeln. Das ist schon eine feine Sache. Habe ich ja auch schon ein Video drin bei mir auf der Playlist. Müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen. Ich kann euch jetzt gerade mal nicht so die Nummer sagen, weil das sind einfach zu viele mittlerweile.
So, wir gehen mal nach unten. Von hier raus rein. Ich wollte gerade sagen, da rennt doch noch jemand. So, dann gucken wir mal. Da ist das medizinische Bett wieder. Fangen wir mal heute von der anderen Seite aus an. Oder nee, nö, so eines in Ordnung. So, wir haben hier einmal diese kleinen Schiffe, die Kruger Merlin und die Archimedes. Die Kruger Merlin und die Archimedes sind diese kleinen Schiffe, die unter der Constellation sind. Bei der... boah. Ja, auf jeden Fall bei einigen Schiffen. Außer bei der Phönix. Da findet ihr die nicht. Weil die Phönix ja halt nur ein Touring-Schiff ist und eigentlich keine. Aber hier die anderen Schiffe, da habt ihr die. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob bei der Constellation Andromeda die Archimedes war und bei den anderen beiden die Merlin. Da müsst ihr nochmal auf der Homepage nachgucken. Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ist mir jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Ja. Dafür Entschuldigung. So, dann haben wir hier noch die Grey Cats, die Rocks und den Kleinen hier. Dieser kleine Buggy. Es gab auch einige Spieler, die haben den. Könnt ihr die ja einladen, zum Beispiel in einige Schiffe. Und die haben den dann zum Beispiel auf Microtech in den Commons in den Aufzug versucht reinzuschieben. Und dann hang der da so halb im Aufzug. War ganz lustig. Na? Man kann den natürlich überall zweckentfremden, weil er ist nun mal ein Bodenfahrzeug. Dieser kleine PTV kostet 16 Euro. Also auch locker im Spiel zu erspielen. So, das Ding, was hier in der Luft hängt, das ist der Grey Cat Rock DS. Nee, gar nicht wahr. Das ist der Grey Cat Rock DS. Der hat nämlich die Möglichkeit mit einem zweiten Spieler, der oben drauf sitzen kann. Der ist auf jeden Fall zu breit für die Nomad. Die kriegt er da nicht rein. Den normalen Grey Cat Rock, den kriegt er da rein. Das ist er hier. Genau. Und ja, eigentlich ganz nice. Ich mache das jetzt mal nicht, weil die jetzt so ein bisschen in der Luft stehen. Gefällt mir irgendwie nicht. So, wir gehen mal in die Holo-Halle. Also die Grey Cats Rock sind schon eine feine Sache. Da könnt ihr schon gut Geld mitmachen. Vor allen Dingen, ihr müsst euch vorstellen, da passt eine Menge rein. Wirklich eine Menge. Ihr habt Erze. Ihr habt ja keine Felsbrocken mit viel Zeug, was ihr da noch mit einsaugt. Also sprich mit viel Schmutz und Schrott, den ihr da noch mitnehmt. Sondern ihr habt reine Erze und das ist schon, wenn ihr die dann verkauft, das bringt richtig Geld. So, hier haben wir die Pioneer. Wie ist sie erklärt? Die Pioneer ist auf jeden Fall Heavy Construction. Und es geht wohl darum, mit der Pioneer könnt ihr Stationen bauen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr die Pioneer kauft, habt ihr die Möglichkeit, ihr kriegt ein Land dabei. Also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Pioneer habt, ein Landclaim, ein Claim-Land zu haben. Ich weiß jetzt nicht, 5 Quadratkilometer oder so. Mal 5 Quadratkilometer, 5 mal 5 oder sowas. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Parzelle Land dabei. Das heißt, wenn ihr den habt, könnt ihr eure eigene Basis auf irgendeinem Planeten. Und das ist dann eure Basis. So soll es mal aussehen. Das heißt, ihr könnt dann diese Basis mit Geschütztürmen ausstatten, damit euch keine anderen Spieler da irgendwie reinfuschen. Ihr könnt da alles bauen, ihr könnt, ja, das soll so kommen. Und das hört sich richtig interessant an. Die Pioneer kostet, ist jetzt gelistet mit 850. Allerdings habt ihr jetzt die Möglichkeit, sie theoretisch per Warbound für 812 zu kriegen oder halt mit Store-Credits für 920. Theoretisch. Im Moment ist sie ausverkauft, sie ist limitiert. Das heißt, heute Nacht um 1 Uhr
und morgen früh um 9 Uhr habt ihr nochmal die Möglichkeit und könnt zuschlagen. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, wenn ihr sagt, wow, es hört sich interessant an, so ein Claim Land dabei und das Schiff, wo ich mir dann irgendwann mal meine Basis mitbauen kann und irgendwo auf irgendeinem Planeten vielleicht dann mein eigen nennen kann, das hört sich richtig interessant an. Ja, dann müsstet ihr die Pioneer haben, weil damit ist es möglich. Ich gucke nochmal genau, was hier steht. Ja, genau, also Consolidated Outland hat das Spiel wieder verändert mit der Pioneer. Und das ist halt eine mobile Konstruktionsbasis praktisch, ne? Und sie kann halt Strukturen, also modulare Strukturen, sprich Basenteile, als neues Zuhause auf einem Planeten, wie ihr das wünscht, so customize-mäßig zusammenstellen. Ne? Wie das aussehen wird, da wird uns bestimmt RSI beziehungsweise werden sie uns noch einiges zu erzählen. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. So, und dieses da, die kenne ich selber noch nicht. Das ist die Argo SRV. Ist ein, auch ein ziviles. Ist ein Frachtschiff. Oder, Moment. Ah, eine Such- und Rettungsoperation. Okay. Hat also einen Traktorstrahl und kann damit Sachen anziehen und... Ah, so ein Sicher... Also ein Rettungsschiff praktisch. Interessant. Gucken wir uns das mal von vorne an. Ah, und dann kann es die Sachen so einbeamen. Nee, nicht einbeamen, aber so anhängen. So mit magnetmäßig. Ja, so ein Rettungsschiff praktisch. Abschleppschiff oder wie man es auch immer nennen mag. Auch eine nette Gameplay-Funktion, ne? Habe ich für die, aber noch keinen Preis für die SRV. Leider habe ich für die noch keinen Preis. Für die Merlin und für die Archimedes habe ich euch den Preis noch total vorenthalten. Die Merlin, können wir mal eben gucken, wir sind ja hier noch. Fällt mir gerade so auf. Bisschen verwirrt bin ich heute. Ich weiß auch nicht, was ist denn los? So, die Merlin, die da, die kostet 25 Dollar. Und die Archimedes, die ein bisschen größer ist, die kostet 35. Aber wie gesagt, sind auch Schiffe, die könnt ihr euch dann so erspielen. Wenn ihr sie denn brauchen tut. Ich habe auch ein schönes Video zu machen, weil die hat doch sehr schöne Flugeigenschaften. Vor allem mit diesem Kondensstreifen, der dahinter ist. Sieht sie sehr nett aus. Macht also wirklich Spaß, sie zu fliegen. Aber auch kein Quantum Drive. Es ist einfach nur ein Schiff, was wir so bewegen können. Ja, Leute. Und ich würde sagen, jetzt haben wir alles gesehen. Ich habe euch alle Preise genannt. Ja. Das nächste Video kommt dann mit der Argo Raft. Bis dahin erstmal ciao. Due to heightened security measures in